Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu Road to Vostok, und zwar der zweiten Demo, und damit ein herzliches Dank an Mark Kuhn, denn der hat mir das Ganze gesagt, dass es das jetzt gibt im Discord. Also Mark Kuhn, Grüße gehen raus. So, wir sind mittendrin, so beginnt das Ganze. Hallo? Welcome. Ach, hier drüben. So, dann schauen wir mal. Purpose, okay. What's new? Hier können wir sehen. Inventarsystem Version 2, Equipment System Version 2. Character Preview, schauen wir mal eben. Tab, okay, das wäre dann das hier. Mhm. Attachment System, also Sachen jetzt anbauen an die Waffe. Neue Waffensounds, Weapon Handling, Recoil Version 2. Ja, super. Wer schießt denn hier? Ich habe den AI-Spawner ausgeschaltet. Ich habe auch leider keine Waffe. Sonst würde ich mal so richtig austeilen. Spring mal runter. Ja. Kann man machen. Item nehmen wir mit. Wie nehmen wir das auf? Mittlere Maustaste. Das ist der erste Tod. Wollte ich euch kurz zeigen. Hier haben wir ein paar Waffen. Okay. Ach, schauen wir mal hier. Ein bisschen Ausrüstung. Combat Boots, Outdoor Pants, Jacket, Carrier und Backpack. Ah, okay. Da sieht man es jetzt. Ach, Rick wahrscheinlich. Dann Feed und sehr gut. Okay, so. Hier haben wir ein paar kleine Waffen. Ach, die muss ich erst zuweisen. Schauen wir mal eben. Ah ja, okay. Mit dem Mausrad hoch und runter zeigt man die Waffe oder verbirgt sie. Okay. Was haben wir sonst noch? Kann das als Secondary genutzt werden? Nee. Schauen wir uns das Ganze mal an. Sehr schön. Okay. This demo uses an AI spawner that endlessly spawns enemies to the map. When the AI spawner is activated, 3 enemies will spawn on the map at once. Okay. So, was gibt's hier? Hier gibt's ein paar Scopes. Magazine und so weiter. So, jetzt ist die Frage, ich bin da nicht so versiert, ihr wisst das, wie in Tarkov, was wohin kommt, das wird mir hier leider auch noch nicht angezeigt. Schauen wir uns die mal an. Einstellungsmäßig ist alles auf Maximum, bis auf Blumen und Vignette. Und was ich gesehen habe, jetzt haben wir sogar schon den Winter hier mit eingebaut. Das stört ihn aber nicht. Wir bleiben aber mal kurz bei Sommer und haben hier direkt die Möglichkeiten umzustellen auf Nacht. Ich habe auch gerade was gesehen mit Night Vision Goggles. Das ist der frühe Morgen und Tag. Einfach mal jetzt aus optischen Gründen für euch, damit ihr das besser sehen könnt. So, dann kann die Sensitivity gern ein bisschen höher. Das Ganze läuft auf der Unity Engine. Und hier haben wir noch Weapons FOV. Ah, sehr schön. Ja, machen wir mal so. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal direkt auf die Map. Das ist alles hier noch Tutorial. Springen wir mal direkt rein und schauen, was das Ganze kann. So, der AI-Spawner ist ja aus. Gib mir mal Primary Dusting hier.
Dann würde ich sagen, schalten wir den ein und gucken mal, wie ich mich so schlage. Schrittsounds gefallen mir sehr gut. Ja, auch so von der Bewegung her, das macht einen ganz guten Eindruck. Das ist nicht super so super stabil im Sinne von so festgefroren, sondern man sieht, er bewegt die Waffe erstmal so ein bisschen hin und her. Das schwenkt recht gut, das gefällt mir eigentlich. Das ist so ein ganz guter Mittelweg zwischen einem, sagen wir mal, Operation Flashpoint oder Armor, wo ich immer den Eindruck hatte, man bewegt halt erst so die Waffe und dann zieht alles irgendwie so hinterher. Und so einem sehr statischen Call of Duty. So, schauen wir mal. Da wir nichts zu verlieren haben, können wir ruhig mal richtig loslegen. Sehr schön. Hülsensounds auch, die auf den Boden fallen. Sogar richtig abprallen. Schönes Detail. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Ja, sehr schön. Schöner Schrittsoundunterschied hier auch. Von innen nach außen. Da hinten läuft einer. Warte mal, der ist hier links rüber. Das heißt, möglicherweise kommt er hier gleich durch. Komm mal raus. Ich sollte vielleicht auch einmal kurz schauen, was die Controls angeht. Die haben wir hier. Sowas wie Demo, Main, Weapon, Utility, Flashlight haben wir hier. Hier haben wir Nachtsicht, Maus 5. Was auch immer das sein soll, nehmen wir B. Scroll, Rotate, Weapon. Swap, Attachments. Okay. Schauen wir mal. Nachtsicht haben wir. Taschenlampe haben wir ebenfalls. So, von rechts hat schon jemand geschossen, aber der Herr ist hier drüben auch noch. Ich weiß nicht, wie clever die sind, ob die jetzt quasi wirklich sich eine Stelle irgendwo suchen, um mich zu flankieren oder so, oder ob die einfach nur so hin und her laufen, keine Ahnung. Wo denn? Da hinten. Ah, Baum. Junge. Aber es sieht fast so aus, als würden die alle ungefähr an der gleichen Stelle spawnen. Den haben wir auch. So, schauen wir mal, was ist denn hier möglich? Ah, okay, das kann ich gerade nicht looten, weil dieses Waffenmodell eine neue Textur gerade bekommt und deshalb quasi nicht drin ist. Da kann man allen möglichen Quatsch sich nehmen. Ich vermute, das hat hier alles noch keine Funktion. Schauen wir mal kurz, wie geht denn das? Wie kann ich denn, wieso denn? Scroll, Show, Swap Attachment, Weapon UI. Machen wir mal kurz so. Ja, wie ich die Attachments daran bringe, keine Ahnung. Swap Attachment. Aber das macht einen sehr stabilen Eindruck. Also das ist wirklich... Oh, und wie schnell er auch fällt. Nicht gut. Auch hier schon ein anderer Untergrund. Sag mal.
Kann ich hiervon was nehmen eigentlich? Nee. Na, da war er doch gerade. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Das fühlt sich alles so ein bisschen soliderer an. Soliderer. Das ist wirklich... wirklich nett. Auch schöne Sounds. Können wir ja mal ein bisschen aufdrehen hier. Was vorschlagen wir, wechseln mal eben die Waffe, um hier ein bisschen zu gucken, was diese Waffen können. Ich weiß nicht, ob die alle nur an einer Seite spawnen, aber wir können uns ja mal ein bisschen umschauen. Drei sollen es ja sein. Und ich vermute, wenn diese drei tot sind, kommen drei neue. Das ist wirklich verdammt schwer, Feinde auszumachen. Normalerweise habe ich so den Eindruck, die leuchten immer so ein bisschen in anderen Spielen oder so oder sind sehr, sehr gut zu erkennen. Aber hier in dem Fall ist es wirklich nicht leicht zu sagen. Ich würde sagen, ich wechsle gleich mal komplett die Waffen und hole mir dann einen Sniper-Rifle, damit wir ein bisschen... da hinten... da habe ich gerade einen gesehen. Ob der das ist, weiß ich nicht. Wo bist du? Da oben. Da. Den haben wir. Schauen wir mal, ob er eine andere Waffe hat. Sprinten, so wie es aussieht, geht nicht. Das ist gehen. Und das ist Shift gedrückt halten. Also... ah, doch. Steuerung ist Sprinten. Sehr schön. So, er hat nichts dabei. Er hat scheinbar auch keine Waffe gehabt. Doch, hier. Das Modell benötigt auch neue Texturen. Dann würde ich sagen, gehen wir mal kurz zurück, besorgen uns ein bisschen andere Waffen und dann schauen wir mal, ob wir das hinkriegen mit den Attachments. Denn so ein Scope wäre schon nicht verkehrt und ich will vor allem auch sehen, wie das Scope aussieht. Auch der Ärmel sieht super aus. Auch wie die Schatten der Waffe jetzt so rüberschwenken. Sehr schön. Wenn mich nicht alles täuscht, hat das ganze Zeug hier eine einzige Person gemacht. Das sagt man wahrscheinlich so. Ich bin sicher, da sind soundmäßig und irgendwas noch andere Leute involviert, aber alles in allem. Warte mal, kann ich die nicht eigentlich alle mitnehmen? Nee, okay. Kleinen Moment. Was ist der denn? Da oben. Seht ihr den? Da läuft er jetzt runter. Da. So, wie kann ich Sachen hier... Container. Wie kann ich die zusammenbringen hier? Ich habe hier einen Scope. Keine Ahnung, Leute. Was ist das für ein Mysterium? Rotate Weapon. F2. Es sieht original nichts. Optik, Remove Attachment, Shift 1, 2, 3, 4. Also ich vermute fast, dass das hier nicht so ganz stimmt, was da steht. Swap Attachment. 1, 2, 3, 4, das stimmt nicht. Damit wechsle ich die Waffe.
Okay. Fire Mode, Secondary, Scroll, Low, High, Aim, Fire. Das ist alles okay. Grab. Hover Tooltip. Vielleicht hilft mir ein Tooltip. Leider nicht. Medical Navigation Binoculars Utility. Zählt das vielleicht dazu? Kann ich ihm das aufsetzen? So, also hier haben wir das Scope. Das hätte ich gern darauf. Wir machen es erstmal so. Shift 1. Ja, Leute, schade. Denn wir haben doch hier, wir können ja nochmal eben schauen, ob sich hier was ändert. Remove Attachment. Ja, F2. Ihr hört's, da passiert leider gar nichts. Das ist F1, F3, F4. Denn da haben wir es, Attachment System. Entweder sehe ich es tatsächlich nicht oder ist es hier falsch beschrieben, wobei ich mir das fast nicht vorstellen kann. Rotate Weapon stimmt auch nicht mit Scroll. So und so vielleicht auch nicht korrekt. Also wenn ihr es wisst, könnt ihr es gerne im Kommentarbereich einmal erwähnen, aber F2 macht bei mir gar nichts. Und Weapon UI klingt für mich so, als ob es da nochmal so ein Waffenmenü gibt und da kann man dann die Attachments draufsetzen oder so. Aber wie gesagt, Scroll, wie es da stand, ist hier in dem Fall auch nur die Waffe so ein bisschen runterziehen und wieder schussbereit machen quasi. Und ansonsten macht F2 leider nichts. Was wirklich sehr, sehr schade ist. Ich kann es auch nicht verändern. Weapon UI. Ich vermute, das ist was Neues, aber F2. Oho. Native 4. Oh, wie schön. 3. Hohoho. Das ist wunderschön. Also X ist es. Mal schauen, ob ich ein anderes raussetzen kann. Nee, das ist die 4, okay. Jetzt haben wir es doch, Leute. Also, falls ihr das selbst sucht, es ist X. Und mit X ist man ebenfalls Weapon UI oder eben Inspect. Das ist das Gleiche. Und dann gelten diese Controls hier. Mit X und dann mit F2 kann man dann quasi einstellen, ob man das möchte oder nicht. Und ich kann ein schönes Foto machen. Und jetzt kann es weitergehen. Alles klar, Leute. Jetzt haben wir es verstanden. Jetzt können wir ein bisschen loslegen. Aber war mir schon wichtig, das jetzt mal zu machen, denn das ist so ein bisschen die größte Neuerung für mich jetzt hier. Und jetzt schauen wir mal eben. Aber das gefällt mir sehr gut mit dem Scope. Sehr schön. So, dann schauen wir mal, ob wir ein paar Freunde finden. Ich bin gespannt, wo das Ganze hinführt. Das soll ja ähnlich wie ein Stalker dann so einzelne Bereiche sein und so und dann Loot und alles inkludieren und so. Ich bin wirklich gespannt, was das Ganze am Ende kann. Aber das macht schon mal einen sehr, sehr ordentlichen Eindruck. Ist das der da auf der Brücke? Jetzt müsste ich die Brücke nur noch sehen. Hä?
Oh, ich bin gleich down. Sehr gut. Rechts kommt der nächste. Wo ist er? Sehr gut. Okay, dann schauen wir mal. So, warte mal, jetzt kommt der E hier wieder. Kann ich das schnell anziehen? Sieht nicht so aus. Feed, Backpack. Einen Helm gibt es leider nicht. So, nehmen wir das Ding mal. Dann das Ding. Dann ihn. Wo ist er denn jetzt? Ich sehe ihn nicht. Da oben? Ein bisschen unlogisch, dass die hier jetzt schon spawnen. Also ich wüsste nicht wofür, ehrlich gesagt. Das ist vor allem, weil hier erklärt wird und so. Also ich kann hier nicht mal ganz in Ruhe die ganzen Beschreibungen lesen. Jetzt ist mal kurz Ruhe hier. So, jetzt wechseln wir das Ganze mal. Gehen wir nochmal zu den Attachments und schauen, was wir hiervon tatsächlich nutzen können. Steht denn hier, wofür ich das nehmen kann? Nein, tut es. Sag mal. Jetzt ist Ruhe, bitte. Das gibt's doch gar nicht. Was ist das jetzt? So, springen wir nochmal rein. Ein paar andere Waffen. Der Sound dieser Waffe gefällt mir sehr gut. Aber jetzt gucken wir mal eben. Also, hier haben wir... Das ist schon das Ding hier. So, Optik. Das wird installiert. Hohoho. Alles klar. Ah, sehr schön. Oh, okay, hier. Mittlere Maustaste wechselt die Visiere. Zoom mit dem Mausrad. Sehr schön. Das gefällt mir richtig gut. Ich glaube, das Ganze ist noch, ich glaube, mindestens 2 Jahre in so einem Zustand hier. Also wenn ich mich recht erinnere, der Entwicklerplan, den hat er ja offengelegt und da hat er irgendwie geschrieben, ja, die zweite Demo kommt dann im Mai oder April war es dann.
Und nach und nach werden Sachen implementiert und so weiter. Aber wenn das auf dem Niveau bleibt und der sich die Zeit nimmt, was am allerwichtigsten ist, und dann Schritt für Schritt das so ein bisschen erweitert und sagt, okay, jetzt ist das. Ob jetzt hier tatsächlich schon notwendig war, dass wir ein Schnee-Szenario haben, kann ich nicht sagen. Weiß ich nicht, ist vielleicht nicht das Allerwichtigste. Aber vielleicht ist das in der Unity Engine ja auch sehr einfach oder vielleicht ist das etwas, womit er nicht viel Arbeit hatte oder so. Aber wenn... Also mir wird es tatsächlich auch erstmal reichen, wenn er sagt, diese Map bleibt erstmal und da wird alles erstmal aufgebaut. Also alles, was man looten kann und so weiter, damit man das hier ausprobieren kann. Und dann erweitert er das um andere Areale. Das würde in meinen Augen am meisten Sinn machen. Wo bist du? Psst. Ein paar Nachladen war jetzt nicht nötig. Sehr schön. Ja, das Schwenken der Waffe beim Gehen so ein bisschen, das sieht irgendwie komisch aus. Irgendwas wirkt da sehr willkürlich. Also entweder ist da noch gar nichts implementiert worden oder er wollte da etwas, so einen Realismus reinbringen, der irgendwie sehr merkwürdig aussieht. Also wenn ihr mal schaut, das sieht ja fast aus, als ob jemand anderes Kontrolle über ihn übernommen hätte. Und ich meine nicht mich, sondern irgendwas im Spiel. Die schießen immer nur, wenn sie mich direkt sehen können. Das heißt, jetzt gerade muss er irgendwo sein, wo er mich nicht sieht. Das heißt, die schießen nicht einfach mal so auf eine Deckung oder sowas, sondern... Ich würde vorschlagen... Wirklich nicht, also... Vom Sound her würde ich sagen, ist er fast direkt vor mir, aber scheinbar ist dem nicht so. Wir gehen mal hier rüber. Nee. Da war er. Ganz hinten am Horizont, wollte ich gerade sagen, habe ich einen gesehen. Aber scheinbar hier direkt auf dem Weg schon. Ja, also Feinde zu erkennen ist wirklich noch ein bisschen eine Schwierigkeit, finde ich. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber also auf dem echten Schlachtfeld würdest du die auch nicht einfach so erkennen. Kann sein, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ist der da oben? Nee. Aber da muss man sich halt die Frage stellen...
Will man das super realistisch haben und dann Schwierigkeiten darin haben oder so ein bisschen so eine Erleichterung? Ich meine, durch die Bewegung erkennt man sie, aber rein farblich finde ich super schwer. Aber irgendwie gefällt mir das auch. Also das ist natürlich auch so ein bisschen die Schwierigkeit des Ganzen. Sehr verwundbar zu sein und dann... Ah, jetzt spawnen die. Ich glaube, immer wenn es so kurz ruckelt, dann spawnen die neu. Aber ich kann mir vorstellen, dass hieraus was Gutes wird. Was sehr Gutes. Und wie gesagt, der soll sich bloß Zeit lassen. Also hier Steuerung gedrückt halten und dann linke Maustaste. Okay. Und wenn man dann von Gebiet zu Gebiet geht, Loot findet. Sorry, Leute. Loot findet und dann sich selbst aufrüsten kann und so neue Waffen, neue Attachments. Vielleicht irgendwo einen Händler hat oder sowas. Das wäre natürlich nicht verkehrt, ne? So. Axe, go and give it to you. Und dann. Sehr schön. Schauen wir mal, wir gehen hier mal ganz nach hinten. Das ist auf jeden Fall super atmosphärisch. Und man erkennt noch sehr viel weniger. Was aber tatsächlich gut ist. Das gefällt mir. Putki. Deine Leute sind gleich kaputtki. Sehr schön. Ich will mal so ein bisschen schauen, ob das erkennt. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass ich hier jetzt schon an irgendeinem Feind vorbei geschaut habe, weil ich das nicht so rausfiltern kann. Vielleicht liegt das auch einfach an mir. Aber ganz leicht finde ich es tatsächlich nicht, hier was zu erkennen. Feindmäßig. Ich meine, die Schüsse, das ist bisher, das ist immer der gleiche Schusssound, weil die immer die gleiche Waffe haben. Daran kann man sich gut orientieren, weil da dann die Richtung erkennbar ist. Aber auch da eher so, so eine grobe Richtung. Und dann schaut man halt, wo man das Mündungsfeuer sieht. Das ist die Transition. Ansonsten ist schon schwierig irgendwie. Baumhaus hat auf allen Seiten Fenster. Dann gehen wir da mal eben hoch. Wie gehen wir da hoch? Unequip weapon to climb. Climb up. Die mittlere Maustaste ist hier die Aktionstaste. Sehr schön. Aber wir wollen ja keine Aufmerksamkeit erregen. Ich bin der Meinung, ich habe gerade irgendwo gesehen. Ja, vielleicht doch nicht.
da sind doch keine Fenster. Möglicherweise sind drei Feinde ein bisschen zu wenig. Was? Oh Gott. Denn man muss schon so ein bisschen suchen. Ich vermute aber, dass das dann doch eher so gehandhabt wird. Also ich glaube, so eine große Feindgruppe würde dem Spiel nicht so richtig gut tun. Zumindest noch nicht. Aber ich meine damit, man sucht sich schon so ein bisschen verrückt hier und eigentlich erkennt man die nicht zuerst, sondern die schießen dann und dann merkt man, oh ja, da ist ja ein Feind. So, ich gehe mal da hoch. Ja, aber auch das mit dem Schnee gefällt mir echt ganz gut. Sehr unerwartet, damit hätte ich jetzt doch überhaupt gar nicht gerechnet, dass sowas implementiert wird, aber... Umso schöner, dass es dabei ist. Und wo wir gerade dabei sind, können wir ja mal schauen. Wir haben Schnee. Blizzard. So, mach mal Day, mach mal Summer, mach mal Rain. Sehr gut. Ah, jetzt. Ah. Ich bin gleich down. Noch ein Treffer und ich bin down, Leute. Ah, wie bei Tarkov. Ah. Okay, so, die beiden hatten wir, das interessiert mich nicht so, die hatten wir bereits. Dann haben wir noch eine PM5, wie sie hier heißt. Okay. Das Ding nochmal mit. Dann haben wir so eine. Es scheint keiner gespawnt zu sein. Gehen wir mal rüber. Okay. Ah ja, doch, da wird mir angezeigt. Hier. Nicht verstellbar der Zoom, aber sehr schönes Scope, wie ich finde. Sehr elegant. Das Ding hier noch. Gibt's dafür was? Dafür haben wir einen Schalldämpfer und auch einen Scope. Sehr schön.
Gucken wir mal von der Seite hier. Also er scheint mich jetzt gerade nicht sehen zu können. Was entweder heißt, er ist gerade dabei, mich zu flankieren. So, das kam eher von links hier. Da drüben ist er. Jetzt haben wir rechts und links einen. Der ist down. What? Ja, eine Nachladeanimation gibt es so gesehen auch nicht. Er lädt zwar nach, aber was ist denn Storm? Okay. Einfach nur lauter. Aber das ist doch alles schon sehr vernünftig. Ich habe das schon in der ersten Demo gesagt. Das ist alles sehr beeindruckend. Und ich hoffe wirklich, dass sich derjenige, der das hier entwickelt, damit Zeit lässt. Und uns trotzdem natürlich da irgendwie dran teilhaben lässt. Also das ist schon... Kann ich sehen? Das finde ich schon genau richtig. Um sich Feedback abzuholen und natürlich so ein bisschen sozusagen, guck mal, was ich kann, Leute. Was auch völlig okay ist, weil das ist schon ziemlich cool. Ja, aber das fällt wirklich auf. Er springt und wie es halt wirklich ist, er fällt sehr schnell. Das ist sehr ungewohnt. Doch, das gefällt mir gut. Aber ja, also beim besten Willen finde ich es wirklich schwer, hier der Erste zu sein, der jemanden entdeckt. Machen wir mal die Scope Sensitivity um 4 runter. Das ist schon besser. Ich weiß halt auch nicht, ob die von sich aus so ein bisschen rumlaufen oder ob die halt spawnen, dann ihre Position finden und dann abhauen.
Und dann da bleiben wir nicht. Weil ansonsten könnte man ja tatsächlich mal einfach so ein bisschen still sitzen und schauen, ob da einer kommt. So wie hier jetzt. Es hat einer geschossen. Aber wo? Ist schwer zu sagen. Keine Ahnung. Machen wir es so. Ich würde sagen, das kam von hier drüben jetzt, die letzten Schüsse. Ja, also ich bleib dabei. Es gefällt mir richtig gut. Ich finde es toll, wie sich das entwickelt. Schritt für Schritt, schön langsam und so. Aber hier ist jemand, der sehr detailverliebt ist und so. Und das macht natürlich Spaß dann, so ein Spiel zu spielen. Aber wie gesagt, der soll sich mal schön Zeit lassen. Und das alles gut durchdenken, was ihm wichtig ist. Und was vielleicht mehr Relevanz hat als andere Dinge. Und vor allem die Prioritäten. Und wenn er immer wieder so ein bisschen was gibt und sagt, schaut mal, so weit bin ich und so, dann kann das durchaus was richtig Gutes werden. Aber am Ende des Tages ist dann halt auch immer so ein bisschen die Frage, was soll das Endprodukt sein? Also ich hoffe, dass er weiß, was er haben möchte. Und nicht, dass das dann am Ende zu irgendwas verkommt, was schon 100-mal da gewesen ist oder so. So schön das hier ist, das ist im Grunde quasi sowas wie eine Tech-Demo. Das ist so ein bisschen... Schaut mal hier, ich habe Waffen und so sieht es bisher aus und so. Bleibt abzuwarten, wie cool das Ganze wird. Aber bis jetzt macht es einen fantastischen Eindruck. Ich finde es wirklich schön. Ich finde es toll, wie das hier aufgebaut ist mit den Schildern und so weiter. Und wenn da hier und da noch Feintuning, wie gesagt, mir wird es erstmal reichen, wenn er in einem Jahr oder so dieses Map-Areal mit Zeug füllt. Und von mir aus kann da eine Mission mit dabei sein oder so, aber dass man erstmal so einen Eindruck bekommt davon, muss man seine Wunden verbinden oder wie läuft das ab? Muss man wie bei Stalker so Post-Heals nehmen? Was ist da so ein bisschen das Ziel und die Vision des Ganzen? Und dann bleibt da eigentlich keine Ahnung. Leute, das soll es gewesen sein mit Road to Vostok. Wir sehen uns dann mit der nächsten Demo. Schreibt gerne, was ihr davon haltet. Habt ihr es selbst gespielt? Freut ihr euch drauf? Wartet ihr vielleicht, bis es sehr viel weiter ist? Und was erwartet ihr davon? Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.